Servus Leute, heute mal wieder ein Raid auf Shoreline und ja, ein klassischer Loot Run mit viel PvP, viel Loot und so viel Loot, dass ich es gar nicht geschafft habe, den Westwing auch noch zu looten. Der beginnt im Eastwing und ich bin dann schon voll und auf dem Weg nach draußen und das ist auch ein gutes Beispiel dieser Raid, wie viel Loot im Moment wirklich auf Shoreline zu holen ist, wie viel Westen man sich da vollstopfen kann, natürlich zusätzlich zu dem Loot von den Spielern, den ich auch habe, aber ja. Die haben auf jeden Fall den Loot erhöht auf Shoreline, kann ich euch jetzt schon sagen. Und ja, auf dem Weg nach draußen gab es dann auch noch die ein oder andere Begegnung. Ich will wie immer nicht zu viel sagen. Ich bin übrigens nahezu täglich live auf Twitch, twitch.tv/Auster. Da würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut, Follow da lasst. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Einen Daumen nach oben, einen Kommentar und ja, macht die Glocke an. Jetzt viel Spaß mit dem Raid. Für den Eastwing. Hier rechts könnten jetzt Leute übers Feld laufen. Beziehungsweise der Topspawn läuft jetzt gerade oben rein. Das ist schon das zweite, wieso weiß ich. Ich muss jeden informieren, ich verstehe. Was hat sich gedreht? Ach ja. Statusbericht über Twitter? Na klar. Wer sagt denn, dass ich eine Mrs. Outsider suche? Der war klar. Live mit Stream, ja. Ja, Breno war, die ärgern mich. Taschengeldtag, ding, 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 ding. Ihr verdient gar kein Taschengeld. Selbstverständlich. Ding, 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 ding. Der iPhone ist da. Dankeschön für die 100 Bits mal wieder. Danke fürs Ding, ding, ding. Weiter, okay. Wie? Doch, du bist tot. Alter, drei habe ich jetzt nicht gedacht, dass da sind. Das ist Elite-Skill, Rip Gonzo. Wenn du Search auf Elite hast, dann kann's passieren, dass einfach alles aufploppt, was du suchst. Gerhard, ich kümmere mich drum. Ich hab's im Griff. Danke. Ich kann natürlich hier nicht alles, was ich so tue, auf dem Stream besprechen, verständlicherweise. Oder vielleicht auch unverständlicherweise. Aber ja. Sie soll sich mal im Discord vorstellen. Ich werde mich hüten.
Ich kenne kein Szenario, wo das gut ausgeht. Vielleicht ist die Dame im Chat. Psst. Das, ne? Ich kann euch versichern, Leute, es wird an der Stelle interessant, wenn mehrere Damen Bescheid wissen. Dann könnt ihr mich in Verlegenheit bringen. Eine ist kein Thema. Wer von euch ist es? Ja, Händel. Die sind natürlich wahrscheinlich hier mit Account und im Chat vertreten. Wann Kochstream? Wer will denn nicht kochen sehen? Gut, jetzt schreiben wieder 10 Leute ja, aber... Customized ist es, ja. Seit 1,5 Jahren Sub hier. Durchforste die Zuschauerliste. Dir ist bewusst, dass man keinen Account braucht, um zuzuschauen, Händel. Hey Freunde, was habt ihr denn gemacht? Auch Stream ist Stream aus der Dönerbude, ey. Unglaublich. Oh, das war der Big Boy, der seine Kollegen rumgeführt hat. Den muss ich da leider mitnehmen. Auch. Klofrau 007, der Name ist schon verdächtig, ja, da hast du recht. Shit. Händel, wie konntest du das kombinieren? Unglaublich. Fuck. Das ist schon immer wieder ein gutes Thema, ne? Sehr erfrischend. War zu offensichtlich. Ich sag nichts absichtlich, dass es gequotet wird. Feierst du die, findest du die auch die ganze Zeit, ne? Ich hab da wetten schon 3, 4 Kunden. Relay, ich weiß nicht, ob das was wert ist noch. Ich hätte zu viel Babyface, das heißt, wird eine Frau sein, die auf Bart steht. Weißt du? Aber ich find's gut, dass du mich deinen Freundin vorstellst. Finde ich ja, ja, doch, üblich. Weiter so.
Bye. Sechs Stunden Ikea klingt doch nice. Oh shit, das sind zwei oder drei. Privet! Idee, Wolf, vielen Dank für den Follow, willkommen. Rechte Posi. Einfach mit ein rein, ich glaube, ich wäre aufgefallen mit meinem Gear. Er hat auch schon wieder nicht geschossen, weil er vermutet hat, ich bin sein Mate. Das machst du nicht, das machst du so nebenbei, Jesus. Anders geht's gar nicht. Ah, das gab's auf jeden Fall schon öfters. TMDR, okay. Ich habe heute mal wieder meinen Mate erschossen. Ich glaube, das passiert öfters. Das gehört wohl dazu, habe ich so das Gefühl. Hockt er noch hier? Oder war das der zweite? Die waren aber schon unbedarft, ne? Wie sie hier durchgegangen sind. Ich habe ein Rivals mein Team optimiert. Ey! Wenn man sich das aus meiner Sicht nochmal anhört. Wenn man sich das aus meiner Sicht nochmal anhört, ist klar, dass es nicht meine Schuld war. Level 17, okay. Los, nein, war ich nicht. Wird auch niemals passieren. Da spielen bloß gute Spieler.
Es war euch allen klar, wieso hast du nichts gesagt, Händel? Wieso hast du nichts gesagt? Die sehe eben, der wird falscher Schalldämpfer. Wo war ich denn gerade beim Looten? Ja, das ist die Sache, man muss viel nachfragen, wenn man Duo spielt. Komm schon. Schade. Den gönnen wir uns, ne? Ist okay. Du hast mich noch nie die Beretta benutzen sehen, also ich weiß auch nicht, wann ich das letzte Mal gemacht habe. Fünf-0 muss an ihm liegen, ich glaub's auch, ja. Das kann ich nicht weiter drauf eingehen. Fertig. Bleibt so stehen. Jetzt sage ich dazu nicht. So. Ich glaube eine Asimut weg. Sonst bin ich zu schwer. Was soll ich die hier wegdroppen? Die Osprey weg, was die finden. Viel Spaß kriegst du wieder. Tux, ja, was Tux sagt. Immer noch Spieler. Ich habe doch schon 5 Leute. Ja, die kommen auch aus dem Westing rüber, ne? Und direkt looten. Gib ihm. Nicht geschaut, ob zufällig noch jemand da ist oder so. Looten wird groß geschrieben in Tarkov allemal, ja. Was soll schon passieren, ja? Fuck. Angeblich schon Brennova, aber ich selber habe auch noch keine gefunden. Daher, keine Ahnung. In Tarkov Gear frisst Survival Raid. Gier frisst Gier, ja. Hey, ihr wollt es ja immer nicht verstehen, warum ich manche Leute einfach liegen lasse. Bali Bali, Alter. Sir Hans Vader, vielen Dank für den Raid. Willkommen an alle. Ich hoffe, du hattest einen guten Stream. Mr. Nice Guy.
Hans Vader, servus, wie geht's? Glaube, Westwing können wir uns schenken, wir sind eh schon fast voll. Machen wir hier noch Main Building und raus, dann gehen wir nochmal rein. Keine Red, Rip the Dream. Ey, Scaffnades habe ich auch nicht gemacht, das ist so dumm. Mit der neuen Scaff AI, heieiei. Buchi, servusle, wie geht's? Man muss die im Prinzip, selbst wenn man sie von ganz weit weg nadet, die fangen sofort das Rennen an, die checken das. Ich hatte die Quest neulich auch, sau nervig. Ich habe heute auch bloß eine Daily geschafft, glaube ich. Die haben unendlich Painkiller. Die rennen dann echt weiter? Ja, keine Ahnung. Scaffs naden. Ich fand die auch dumm, die Quest. In der VOG vielleicht, ja. In der RGO eher nicht. Einmal hier ein Painkiller und gehen wir. Der Effekt ist schon echt sinnvoll. Keine Ahnung, warum der unbedingt sein musste. Ich kriege echt Kopfschmerzen, wenn ich mir den anschauen muss. Loadout für dich für die letzten 300k. Boah. Wow. Wo kommen denn die her? Okay, Janine. Ich glaube, einen habe ich. Na, scheiß drauf. Die haben die Kappa-Anforderungen reduziert auf Level 62. Von 71 auf 62. Das sind so Fights, die braucht man sich nicht geben, wenn man schon voll gelootet ist. Ich glaube eh, dass einer tot ist, vielleicht sogar beide. Die Nate war nicht schlecht. Noch einer. Ich krieg hier Angstzustände, weil ich hier Kultisten gejagt habe. Ja, nur mal leicht, das kann passieren. Das ist so bei Scaffs. Da geht man mit gutem Gear rein und wird dann geexit-campt. Ja. Passiert, ne? So ist es.
Ja, selbst Scavs sind da räudig, ne? Und das ist ja... Da um den Felsen rum ist ein Spawnpunkt für Kultisten in der Nacht. Ey, fuck. Die zerlegen einen sowas von. Aber die müssen mich da rüberrennen haben sehen. Da wollten sie mich da abgammeln. Noch nie Night Raid außer in Factory. Achso, Tux, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ne? Deine Gebete wurden erhört. Es besteht eine 3%ige Chance, dass Kultisten auf Factory sind. Auch nach dem Event. Falls du das noch hörst. Tux ist ins Bett? Okay. Dann muss ich ihm das übermorgen sagen. Das kriegt er schon mit. Weil das hat er... Haben wir gestern drüber geredet, dass das Sinn machen würde. What the fuck am I doing here? So, war doch eine ganz gute Runde. Mal sehen, ob ich noch einen erwischt habe von den zwei da hier am Bunker. Wer war denn das hier? Ja, ich habe einen. Das war er. Ich habe einen weggenadet.